Hier ist für euch der Meister des Jahres 2013, Reinhard Remfort! Wunderschönen guten Abend. Freut mich tierisch, hier zu sein. Ich habe eine kurze Frage vorneweg, die ich immer stelle, bevor ich auf der Bühne stehe. Sind Physiker heute hier? Zeigt mal auf. So. Davon jetzt mal nur die Frauen. Da ist eine, schon wieder. Bist du Single? Ja, das ist schade. Okay, fangen wir mal an. Ich bin, wie gesagt, Physiker. Das war ursprünglich nicht der Plan meiner Eltern. Meine Mutti hätte nämlich viel, viel lieber gesehen, dass ich sowas hier werde. Arzt. Weißer Kittel, fettes Gehalt, hohes Ansehen und so weiter. Das Problem war nur, als ich 18, 19 war, so gegen Ende der Schule, Abi und so, habe ich deutlich zu viel gesoffen und gekifft, um auch nur in die Nähe von so einem Medizinstudienplatz zu kommen. Und was macht man dann so als kleiner 18-jähriger dicker Junge, der zu viel säuft? Man sucht sich einen Job, wo erstens der Dresscode scheißegal ist, wie man sieht, und zweitens ein gewisser Alkohollevel akzeptiert ist oder schlicht und einfach nicht auffällt. Habe ich gemacht, bin Physiker geworden. Ups. Das Problem ist jetzt, meine Mutti wollte ich ja nicht komplett enttäuschen. Und da habe ich gedacht, komm Reinhard, wenn schon nicht Arzt, dann wenigstens noch Doktor. Und habe mich nach meiner Diplomarbeit mit Folgendem beschäftigt. Und zwar mit der Epitaxie hochreiner Diamantschichten zur Untersuchung oberflächennaher NV-Störstellen. So, der hat lange gebraucht. Mein Prof sagt zu mir auch immer, Reinhard, red nicht von Störstellen. Das ist schlecht, wenn man einen Antrag stellen möchte. Da assoziieren die Leute schlechte Dinge. Störstellen klingt direkt scheiße. Damit hat er vollkommen recht. Das ist ungefähr so, als ob man in einer katholischen Klosterschule von intensiver Einzelbetreuung reden würde. Das geht schnell in den falschen Hals. Deshalb sagt er immer, Reinhard, sag nicht NV-Störstellen, sag Zentren. Okay, Zentren, NV-Zentren. Was ist ein NV-Zentrum? Das habe ich bei meinen Eltern mal beim Frühstück nachgebaut. Das sieht so aus. Ein NV-Zentrum ist eine atomare Störstelle in einem Diamantgitter. Das Schwarze hier, das sind Kohlenstoffatome, das ist eine Leerstelle im Gitter und das ist ein Stickstoffatom. So. Die Dinger findet man in Diamanten und die kann man auch künstlich machen. Die Frage ist jetzt, was macht man damit? Warum ist das toll? Und was habe ich da gemacht? Ja, da habe ich das gemacht, was man als guter Physiker halt so macht, wenn man was hat, was man untersuchen möchte und nicht kennt. Man geht in sein Labor, sucht sich den fettesten Laser, den man finden kann und brät mit dem Laser drauf rum. Und wenn man auf dem NV-Zentrum jetzt mit dem Laser rumbrät, macht das was ziemlich Cooles. Das winkt zurück. Und zwar extrem deutlich, also mit einem extrem deutlichen, nicht zu übersehenden Signal. Und wenn ein Physiker von einem extrem deutlichen, nicht zu übersehenden Signal spricht, dann meint er sowas hier. So eine komplett verrauschte Kurve mit zwei winzig kleinen Peaks, die man nur bei Vollmond sieht oder wenn mindestens drei andere Physiker mit spitzen Hüten um das Messgerät tanzen. Die berechtigte Frage an dieser Stelle ist jetzt, warum zur Hölle, was ist das Tolle daran? Das ist, weiß ich nicht, wenn ich mit dem Laser auf einen Spiegel draufballer, das Licht kommt auch zurück, also das ist auch ein Signal, das zurückkommt. Was ist das Besondere hier an diesen beiden Dingern? Und um euch das zu erklären, müssen wir was machen, was den meisten hier wahrscheinlich nicht gefallen wird. Zumindest die, die Physik alle abgewählt haben, und zwar ein Crashkurs Quantentheorie. Es wird nicht so schlimm wie, ja doch, Die Quantentheorie hat so ihre Ursprünge vor grob 100 Jahren, plus minus 50 Jahre, und hat angefangen mit dem netten Schneuzer hier in München, und zwar mit Max Planck. Der hat in München Physik studiert und hat sich damit Schwarzkörperstrahlung beschäftigt. Schwarzer Körper ist hier rechts neben ihm abgebildet, und wie man sieht, strahlen die nicht besonders gut. Also da kommt nicht so viel raus, was man untersuchen kann. Man kann sich aber ein Äquivalent angucken, und zwar Hohlraumstrahlung, also die Strahlung eines heißen, hohlen Raumes. Also der hat jahrelang in den Ofen geguckt. Und wenn man jahrelang in München in so einen Ofen guckt und guckt, was da an Strahlung rauskommt, dann kann man diese tollen Diagramme zeichnen. Und wenn man diese tollen Diagramme zeichnet, dann fällt einem irgendwann auf, hey, die Energie, die aus diesem Ofen kommt, die Strahlung, die kommt gar nicht kontinuierlich, sondern die kommt in kleine Pakete abgepackt daraus, also immer so stückchenweise. Und diese Stückchen, die hat der Herr Planck Quanten genannt. Ich hätte die an seiner Stelle Plancks genannt, aber naja. Jetzt muss man auch sagen, hätte ich so lange wie der Herr Planck in München studiert, wäre mir an ganz anderer Stelle aufgefallen, dass dieses Naturgesetz, also dass durch die Natur gewisse Größen in der Natur immer nur so in festen Paketen auftauchen, in sogenannten Maßeinheiten. Und noch viel, viel härter als dieser Patzer ist die Tatsache, wie ich finde, der Typ hat dafür einen Nobelpreis bekommen. Für den Scheiß hat man damals einen Nobelpreis bekommen. Das geht heute nicht mehr so einfach. Heute muss man was leisten, um einen Nobelpreis zu bekommen. Den kriegt man ja nicht einfach irgendwie geschenkt oder so, ne? So.
Das war Punkt 1 einer Quantentheorie, also die erste grundlegende Sache der Quantentheorie, die ihr verstehen müsst, damit ich euch erklären kann, was an den V-Zentren so toll ist. Es sind insgesamt 3. Punkt Nummer 2, der aus diesem ersten resultiert, ist die Unschärferelation. Die Unschärferelation haben wir dem netten Herrn hier zu verdanken, das ist der Herr Heisenberg, nicht der mit den Drogen, sondern der Physiker Heisenberg. Und der hat die Unschärferelation entdeckt und die Unschärferelation ist einfach dargestellt, das und das. Und da sagt mein Prof immer, das selbsterklärend. ist zugegebenerweise muss man da noch ein paar Worte verlieren, um das zu erklären. Und zwar, alles, was wir in der Natur messen können, in der Physik, können wir nur mit einer gewissen Verteilung messen. Wenn wir also den Ort von irgendetwas bestimmen und das 100-mal hintereinander messen, messen wir nicht immer das Gleiche, sondern immer so verteilt drumherum. Und das Gleiche gilt auch für andere Größen, also für sowas wie Geschwindigkeit. Und die Unschärferelation besagt jetzt, dass diese Größen teilweise miteinander verknüpft sind. Hier zum Beispiel Ort und Impuls, beziehungsweise Geschwindigkeit. Und wenn wir jetzt uns diese Gleichung hier oben angucken, dann sieht man, dass wenn wir das hier sehr genau messen, wenn wir also genau wissen, wo etwas ist, dann wird das hier unglaublich breit. Dann können wir nicht mehr sagen, wie schnell es ist. Andersrum genauso. Wenn wir messen, wie schnell etwas ist, sehr genau, dann können wir nicht mehr sagen, wo es genau ist, weil diese Größen miteinander verknüpft sind. Das ist auch ein fundamentales Naturgesetz und eine extrem gute Diskussionsgrundlage, wenn die netten Herren in Grün hier das nächste Mal glauben, euch mit 120 in der 30er-Zone geblitzt zu haben. Weil entweder ihr seid 120 gefahren oder ihr wart in der 30er-Zone. Beides gleichzeitig geht einfach nicht. Ist ein Naturgesetz. Aus diesen zwei grundlegenden Sachen der Quantenmechanik, also die Quanten- und die Unschärferelation, folgt die Schrödinger-Gleichung. Die hat der nette Herr hier versucht, uns näher zu bringen. Die Schrödinger-Gleichung ist ziemlich komplex. Sie sieht so aus. Die ist relativ schwer zu verstehen und schwer zu rechnen. Ist alles total scheiße. Aber das Schöne ist, diese ganze Mathe-Scheiße müsst ihr gar nicht verstehen, weil der Herr Schrödinger war sowas wie der erste Science-Slammer. Der hat nämlich versucht, diese komplexen Sachverhalte ganz, ganz einfach zu erklären. Und damit um das zu erklären, hat er sich bei etwas bedient, was heute im Internet immer noch enorm beliebt ist. Und es ist nicht Pornografie. Der Herr Schrödinger war nämlich Physiker und Physiker haben keinen Sex. Das ist sehr traurig. Möchte ich an dieser Stelle mal anmerken. Okay, wenn nicht Sex, was ist dann das nächstbessere, was man im Internet findet? Sonst wissen das immer nur die Frauen. Katzis. Richtig. Und der Herr Schrödinger hat sich also Katzis genommen. Und als Naturwissenschaftler hat er sich die Katzen angeguckt und hat festgestellt, nach längerer Beobachtung, jeder, der Katzen hat, kann das bestätigen, der natürliche Lebensraum einer Katze ist eine Kiste. Also hat er gesagt, wir machen ein Gedankenexperiment und packen mal eine Katze in eine Kiste. Bis dahin didaktisch sauber, Menschen lieben Katzen und Kisten. Dann kam der Punkt, der didaktisch nicht ganz so gut war. Der hat dann nämlich gesagt, okay, zu der Katze können wir eine Höllenmaschine packen, die Katze prinzipiell töten könnte. Fand die Katze nicht so cool. Wenn man das Ganze schematisch mal darstellt, sieht das so aus. Wir haben hier unsere Katze in der Kiste und unsere Höllenmaschine. Diese Höllenmaschine löst mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus oder auch nicht, macht diese Giftampulle kaputt oder auch nicht und tötet die Katze oder auch nicht. Der Punkt an diesem Gedankenexperiment ist jetzt folgender. Solange wir nicht die Kiste aufmachen und reingucken, existieren beide Zustände gleichzeitig, gleichberechtigt, mit einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit überlagert. Also die Katze ist nicht tot oder lebendig, sondern sie ist tot und lebendig, zur gleichen Zeit, bis wir messen. Dann wird eins von beiden quasi real. Das kann man auch mathematisch sauber darstellen, weil das ja relativ schwer so zu erklären ist. Das sieht dann so aus. Die Dinger heißen übrigens tatsächlich Kettvektoren. Das ist cool, ne? Also es existieren überlagerte Zustände, die möglich sind. So, fassen wir nochmal kurz diesen Crashkurs zusammen. Alles auf der Welt liegt in Quanten vor, alles existiert mit einer gewissen Unschärfe und daraus resultierend gibt es ganz wichtig überlagerte Zustände, die gleichberechtigt gleichzeitig existieren. Die berechtigte Frage an dieser Stelle von jedem Zuhörer ist natürlich, was zur Hölle hat das mit diesem NV-Zentrum zu tun, von dem der dicke Mann am Anfang erzählt hat? Gehen wir zurück zu unserem NV-Zentrum. Wenn wir auf dem NV-Zentrum mit dem Laser rumbraten, passiert da drin Folgendes. In dem NV-Zentrum ist ein überschüssiges Elektron sozusagen und das kann in verschiedenen Zuständen existieren, in diesem Energieschema dargestellt. Das heißt, wir können das mit dem Laser von diesen Grundzuständen in diese 3 angeregten Zustände anregen. Und diese Zustände existieren auch gleichberechtigt in etwa zur gleichen Zeit, bis wir halt wieder messen. Und solange dieses Elektron in diesen angeregten Zuständen oben ist und wir nicht genau sagen können, in welchem, ist es
extrem empfindlich für äußere Magnetfelder und man kann damit dann toll Magnetsensoren bauen, weil wenn sich in der Nähe irgendwo ein Magnetfeld ändert, dann merkt das dieser angeregte Zustand und nimmt halt eventuell einen anderen Weg zurück oder ähnliches. Und das kann man messen. Das heißt, man kann damit extrem empfindlich Magnetfelder messen oder Quantencomputer bauen. Das ist ein quantenmechanisches System, das bei Raumtemperatur Langzeit stabil ist. Und wenn ein Physiker von Langzeit stabil spricht, meint er Millisekunden. Das ist verdammt lange, das ist eine Ewigkeit. So, wie gesagt, wenn man so Sensoren hat, dann ist die Frage, warum will ich Sensoren haben? Was soll ich damit machen? Ist ja toll, wenn man Magnetfelder messen kann, aber wofür brauche ich das? Als Physiker würde ich sagen, man macht es, weil man es kann. Damit sind die meisten Leute unzufrieden, daher, man kann damit die Auflösung dieser Dinger rein theoretisch verbessern. Magnetresonanztomographen, die machen diese tollen Bilder. So, das ist alles ein bisschen abstrakt zugegebenermaßen, ist auch relativ schwer zu erklären. Und um euch zumindest ein Stück weit näher zu bringen, inwiefern angeregte Zustände mit einem Sensor irgendwie in Verbindung gebracht werden können, habe ich noch ein ganz, ganz kurzes Beispiel aus eurem und vor allem aus meinem Studienalltag mitgebracht. Und zwar, stellt euch vor, ihr seid auf einer Party. Auf dieser Party habt ihr verschiedene Möglichkeiten, euch in angeregte Zustände zu bringen. Funktioniert meistens großartig. Dieser Zustand hier oben mit dem Becks ist energetisch relativ hochwertig, also ihr pöbelt viel rum und seid unerträglich, ist aber nicht der einzige angeregte Zustand, in den ihr euch anregen könnt. Es gibt ja noch mehr. Es gibt noch andere Zustände, die sind auch angeregt, aber energetisch ein bisschen niedriger. Da ist man eher so in der Ecke und will nicht mehr. Und jetzt kommt das Geile an der Natur, was ich an der Physik auch so liebe, warum ich trotz diesem ganzen Mathe-Scheiß trotzdem Physik immer noch toll finde, ist, die Natur sagt uns, ihr müsst euch nicht entscheiden. Es gibt überlagerte Zustände. Ihr könnt so eine Mischung aus allem sein. Und wenn ihr so einen überlagerten Zustand einmal hergestellt habt, dann erfahrt ihr auch, was das Ganze mit Sensoren zu tun hat. Und zwar am nächsten Morgen. Da seid ihr dann nämlich super Sensoren für laute Geräusche und helles Licht. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Das war für euch der amtierende Meister aus dem Jahr 2013, Reinhard Remford, der Experte für angeregte Zustände. So lieben wir unser Publikum, Leute, die selbstständig mitdenken und anfangen, die Zeit zu nehmen. Matthias hat natürlich auf die Zeit geachtet und auch das Lämpchen rechtzeitig angemacht. Reinhard war fast in 10 Minuten fertig. Jetzt seid ihr dran. Jetzt habt ihr 90 Sekunden. Dazu werden unsere beiden Musiker von Giorgio Panini eine kleine, oder vielleicht auch, ja, oder doch beide, man weiß es noch nicht genau, eine kleine Melodie zum Besten geben. Und ihr unterhaltet euch darüber, wie viele Punkte ihr vergeben wollt. Eins heißt, das war gar nichts. 10 heißt, besser geht's nicht. Inhalt, Form, könnte ich's weiter erzählen, habe ich's verstanden. War's eigene Forschung? Ab jetzt. Und da sind wir wieder. Wir haben es euch versprochen, 90 Sekunden sind relativ. Wir bitten euch, zu einem Abschluss zu kommen. Werdet euch einig, wie viele Punkte ihr vergeben wollt. Und haltet die Tafeln erst dann in die Luft, wenn ich euch dazu auffordere, damit sich keiner an den anderen orientieren kann. Sveda und ich versuchen gleichzeitig zu zählen. Wenn wir zum gleichen Ergebnis kommen, ist es richtig.
bin, ich müssen wir es wiederholen. Ich bitte euch, bei 3, 2, 1 eure Votes in die Luft zu halten. 3, 2, 1. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 1, 2, 3. Wir fangen an. Oben auf der Empore, dreimal eine 8. Eine 8, eine 8, eine 6. Ja, ihr seid dabei, ihr seid heiß, ihr habt eine Meinung, so lieben wir das. Du kannst auch nach unten gehen, danke, du warst aufgerufen. Eine 8 und eine 8. Und eine 8 und eine 9. Und das sind für den amtierenden Meister Reinhard Remford und seinen Vortrag. Verena zeigt es euch mal noch in Bildern für diejenigen, die gerne in Bildern denken und sehen. 79 Punkte! Applaus.